Fragen, können wir auch gerne antworten. Hallo liebe Genossen, es ist uns eine Freude, in der Woche vom 8. März 2023 mit euch zusammen hier zu sein. Leider werden wir an der internationalen Welt von Tag über Leid sprechen. Leid über Erdbebenopfer, Mord an Frauen, Gewalt und Missbrauch an Kindern, Ungleichberechtigung im Arbeitsleben und in der Politik. Liebe Gewerkschafterinnen und liebe Frauen, es ist uns eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und für die Frauenrechte gemeinsam unsere Stimme zu erheben. Heute sind wir kurdischen Frauen auf der Suche nach Frieden, Gleichheit, Gerechtigkeit und Demokratie in den Ländern, aus denen wir kommen, im Nahen Osten und auf der ganzen Welt. Heute leben unter dem Dach einer Arbeiterorganisation verschiedene Völker in Deutschland mit Gruppen von Frauen unterschiedlichen Glaubens. Wir möchten zum Ausdruck bringen, dass wir die große Ehre und den Stolz der Begegnung empfinden. So, wie wir gegen Ungleichbehandlung der Frauen gemeinsam kämpfen. So können wir auch gegen die ökologische Zerstörung durch den Krieg gemeinsam kämpfen. Wir können gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Ungleichheiten in allen Lebensbereichen kämpfen.